Ja, hallo. Das war eben eine ziemlich farbenfrohe Version von Singt ein Vogel, singt im Herzenwald, einem sehr schönen Frühlingslied von Heinz Laue. Ich möchte euch in der Hafeninspiration Ostara zeigen, wie ihr eure Keimzellen, die ihr vielleicht im Imbolc-Kurs gefunden habt, oder auch die Keimzellen, die Melodien, ja, aus denen Melodien gemacht sind, also zum Beispiel. Das ist so ein kleines Motiv, mit dem das unser Lied hier anfängt, wie ihr diese Motive nun anmalen könnt, so wie man an Ostern die Eier anmalt. Und ihr könnt sie eben anmalen, indem ihr sie mit verschiedenen Akkorden unterlegt. Und wir werden uns also in der Hafeninspiration zunächst mal mit der Frage beschäftigen, was ist überhaupt ein Akkord? Also die meisten von euch kennen vielleicht die drei Klänge und nennen das Akkorde, und das ist auch richtig. Aber Akkorde sind nicht nur drei Klänge. Akkorde können auch aus mehr als drei Tönen bestehen. Es können zum Beispiel auch Septakkorde sein, die bestehen schon aus vier Tönen. Ja? Und es gibt auch noch Nonakkorde, die bestehen sogar aus fünf Tönen. Was das alles ist, das erkläre ich euch dann. Ja, das war zum Beispiel ein Nonakkord. Es gibt auch Sus-Akkorde, wo Töne drin sind, die man gar nicht im Akkord eigentlich vermutet. Also zum Beispiel, das ist ein Sus-Akkord. Oder es gibt Akkorde mit hinzugefügten Sechsten. Das klingt dann zum Beispiel so. Ja. Und wie die alle aufgebaut sind, das ist alles kein Hexenwerk. Das kann ich euch schön einfach und Schritt für Schritt und systematisch erklären, sodass ihr dann hinterher die ganze Farbpalette zur Verfügung habt und auch versteht, warum das alles funktioniert. Und dann schauen wir, wie kann ich jetzt also rausfinden, welche Akkorde zu meiner Melodie, die ich spielen möchte, eigentlich passen. Und ich kann es euch jetzt schon sagen, das Tolle ist, am Ende passen eigentlich irgendwie alle Akkorde, mehr oder weniger. Man muss sich bloß an manche Farbzusammenstellungen erstmal gewöhnen. Und man muss vielleicht von Hörgewohnheiten auch einen Schritt zurücktreten. Man muss nicht, man kann. Und dann entdeckt man vielleicht neue Zusammenstellungen an Klängen, die man vorher noch nicht benutzt hat. Das wäre ja auch nicht schlecht für das aufkommende Frühjahr, in dem es ja auch darum geht, Neues erblühen zu lassen, Neues sprießen zu lassen, was vielleicht bislang noch nicht gewachsen ist. Wir werden also zum Beispiel mit dem Anfang des Liedes "Kommt ein Vogel" schauen, was kann man da alles machen. Ich könnte also unglaublich viele verschiedene Akkorde unter dieses eine kleine Anfangsmotiv legen und bekommen dann also völlig unterschiedliche Ausdrucksaussagen sozusagen. Und das kann man natürlich nicht nur mit einzelnen kleinen Motiven machen, man kann also ganze Melodien also auch in völlig neuen Farben erstrahlen lassen. Also ich mache zum Beispiel gerne alle meine Entchen. Ja,
und wenn ihr Lust also auf sowas habt, dann herzlich willkommen in diesem Kurs. Ihr müsst nicht sehr viel spielen können. Ihr habt immer die Möglichkeit, ganz einfache Versionen für euch auszuwählen. Und wenn ihr aber die einfachen Versionen schon langweilig findet, dann werdet ihr eben sehr viele neue Ideen bekommen. Ihr braucht eine Harfe in C-Dur, also Klappeneinstellung E-A-H. Die Menge eurer Saiten ist eigentlich total egal, weil man kann also Akkorde auch mit ganz wenigen Saiten aufbauen. Ne? Habe ich schon mit einer 16-seitigen Harfe gemacht, sehr farbenreich zu spielen. Und ansonsten braucht ihr vielleicht ein bisschen was zum Notieren, damit ihr euch eure eigenen Ideen mal aufschreiben könnt, die ihr im Laufe des Kurses findet. Und ich freue mich, euch zahlreich in die Welt der musikalischen Farben mitnehmen zu können. Bis dahin, eure Klangbademeisterin Stefanie Bieber. Thank you.